weil das Grundgesetz 70 wird, kooperieren wir, und das ist die erste Weltpremiere, zum ersten Mal in der sechsjährigen Geschichte des Neo Magazin Royal, für eine tolle neue Kampagne zum Geburtstag des Grundgesetzes mit einem echten Bundesministerium. Mich hat, das wirklich war im Februar, Bundesinnenminister Horst Seehofer persönlich auf dem Handy angerufen. Die Handynummer hatte er von der Polizei. Und dann hat er einfach war angerufen, hey Jan. Und ich so, hey ja Horst, was geht, lange nichts oder noch nie was von dir gehört. Und er dann so, also, ja, Jan, fuck, wir haben hier gerade im Kalender geguckt und so. Ende Mai ist ja Grundgesetzgeburtstag. Wir haben das total vergessen hier im Ministerium. Also sowohl den Geburtstag als auch das Grundgesetz allgemein hatten wir nicht auf dem Schirm. Jan, wir haben folgendes Problem. Kannst du mir helfen? Geld spielt keine Rolle. Wir müssen irgendwas machen, irgendein Event. Olaf Scholz hat dann 120 Millionen Euro Notfallgeld für unvorhergesehene Ereignisse freigegeben. Und dann, dann habe ich halt gesagt, 120 Millionen Euro, damit kann ich was anfangen, damit können wir arbeiten. Und jetzt ist es soweit. Die große Premiere unserer neuen Kampagne zusammen mit dem Bundesinnenministerium für das Grundgesetz. Manege frei. So, schönen guten Tag, Personenkontrolle. Einmal den Ausweis hätte ich gerne, bitte. Nee, just you. The papers, please. Your Personalausweis. You understand? Na klar. Du verstehen? What did I do wrong? Unfickbar seit 1949. Aber das war noch nicht alles, meine Damen und Herren. Halten Sie sich fest, jetzt kommt die zweite Weltpremiere. Meine Damen und Herren, anlässlich des 70. Geburtstages des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland in der nächsten Woche. Zum ersten Mal überhaupt live im deutschen Fernsehen unser Grundgesetz. Grundi, unser Grundgesetz wird nächste Woche 70 Jahre alt und Grundi ist nicht einfach nur unser Grundgesetz, sondern hat zur Feier des Tages auch was mitgebracht. Er hat backstage 200 Eier gelegt und die sind frisch geschlüpft. Jeder Zuschauer im Studio König erhält heute sein ganz persönliches Grundgesetz, geschenkt auf Wunsch auch mit Widmung. Ist das was, oder? Ja. Grundi verteilt die Grundgesetze. Für jeden ist ein Grundgesetz dabei. Ist das schön? Ist das nicht eine tolle Kampagne? Liebe Grüße ans Bundesministerium für Bau des Innern und Heimat, für diese tolle Kooperation. Super, das ist unser Grundi. Wird sie jetzt bis an ihr Lebensende begleiten, das Grundgesetz. Und während Grundi weiterhin Grundgesetze verteilt, gibt es vielleicht noch einen weiteren offiziellen Spot von und mit Grundi. Und meine Herren, ist das jetzt hier die neue Marketingleitung? Da kann ich mich dann aber nicht mehr auf die Arbeit konzentrieren. Ja, und wenn die schwanger wird, dann füttern wir die hier durch, oder was? Schwanger? Ich weiß auch schon von wem.
Grundgesetz. Unfickbar seit 1949. Dankeschön, Grundi, für deinen Einsatz.